Um das gleich vorwegzunehmen, alle Oberflächen, die wir sehen bei Joachim Gromek, sind gemalt. Man mag das am Anfang fast nicht glauben, aber alles ist Malerei. Und teilweise wirkt es so, als hätte er mit Tapes gearbeitet, mit Klebebändern. Oder er integriert Pressspanplatte. Aber selbst die Oberfläche der Pressspanplatte, also der Träger ist tatsächlich Pressspanplatte, aber die Oberfläche ist wieder gemalt. Also eine gemalte Oberfläche einer Pressspanplatte. Es soll so aussehen, wie, als wenn das ein Kind provisorisch was nachgeklebt hätte von einem Bild, das es gesehen hat, aus dem Konstruktivismus in dem Fall zum Beispiel. Dass da so zwei graue Flächen zusammengeklebt sind und die halten aber nicht, da wird das nochmal fixiert mit einem Klebeband und das hält auch noch nicht, da kommt nochmal ein Klebeband zu und dann ein breites, mal ein farbiges und so entsteht langsam eine Komposition. Und ich mache das Ganze, indem ich wirklich mit echten Klebebändern arbeite und solange die hin und her klebe, bis für mich die Komposition stimmt, also dass es für mich fertig ist, was aber letztendlich so aussehen soll, als dass es nicht fertig ist, dass es halt noch nur provisorisch in so einem Schwebezustand ist. Die Arbeiten von Joachim Gromek spielen auch immer wieder mit der Illusion. Also wir stehen vor den Bildern von Gromek und können es manchmal gar nicht glauben. Und man bekommt als Betrachterin und Betrachter gesagt, das ist alles Malerei. Aber die Bilder, rein visuell, scheinen wie von etwas anderem zu erzählen. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Wenn wir uns dann damit beschäftigen, uns auch vor allen Dingen genau ansehen, kriegen wir so verschiedene Zeichen und können wir verschiedene Details beobachten, dass wir das nachvollziehen können, dass es tatsächlich Malerei ist. Und dann ist ja eigentlich eine neue Realität geschaffen. Es ist dann ein Bild. Es ist nicht mehr geklebt. Und das ist so faszinierend in seinen Arbeiten. Er hält das in der Waage. Selbst mit dem Wissen darum, dass es so ist, hält er es eben durch das Visuelle in der Waage. Also es ist immer wieder so ein Restzweifel, ob das wirklich stimmt oder was nicht stimmt. Und dadurch bekommen seine Arbeiten eine Dimension der uns in Beweglichkeit haltenden Qualität. Wir müssen wie dranbleiben, nicht einfach nur gucken und abhaken.